Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe hier große Zellen gemacht. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Dann zeige ich euch, wie man das macht. Mit dem Cell Creator habe ich es gemacht und einen Schaslik-Spieß, wo man praktisch selber das reintupft. Das Board ist 30 auf 60 cm und ich habe nur Graphit und Weiß genommen, dass ihr das auch wisst. Okay, lasst uns starten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dann bis gleich. So, Freunde. Schaschlikspieß, Cell Creator. Und natürlich einen kleinen Becher, wo wir das dann reintun. Also reinmachen. Ich habe jetzt angerührt nur zwei Farben, und zwar Weiß. Das ist ein Mischweiß, aber transparent, also halbdeckend, muss man sagen. Und Graphit. Jetzt merke ich aber gerade, das halbdeckende Weiß ist etwas nachgedickt. Habt ihr bestimmt auch schon mal festgestellt, dass die Farben etwas nachdicken, nachdem die ein Weilchen gestanden sind. So, also gibt ein einfaches Bild heute. Was heißt einfach? Insofern einfach, dass es nur zwei Farben sind. Also mal kein buntes Bild. Okay. So. Jetzt fange ich mal mit dem Weiß an. Ziehen wir einfach so Linien hier. Lass immer etwas Luft noch für das Graphit. Da ist schon zusammengelaufen. Jetzt hier am Rand einfach noch voll ein bisschen. Okay. Also hier ist auch nichts drin, keine Silikon, noch nichts, gar nichts. Lass es nur mal etwas verlaufen schon mal. Über die Ecken, und den Rest swipe ich dann. So. Nimm mal eine ganz normale Spachtel. Also seht, ich verwische es gar nicht so arg, sondern mache es eigentlich mehr oder weniger nur ein bisschen dreckig. Aber es gibt dann auch einen schönen Effekt. Aber da war nicht so gut. Ist mir fast noch ein bisschen zu dunkel. Ja, ich merke gerade, das Board hängt ein bisschen durch. Merke ich am Swipen. Okay. Da
lasse ich es einfach mal über die Kante laufen. Ja. Ich hab Hunger. So, und ihr seht hier eigentlich auch durch das letzte Anrühren jetzt ziemlich viele Luftblasen drin. Aber das macht gar nichts. Einen Moment. Ein Wisch essen. Wenn du fertig bist? Okay, das Bild noch. Okay. So. Aber darauf gibt es eigentlich auch schon einen super Effekt, wenn ich das jetzt noch eher hitze kurz einfach mal. Beziehungsweise eigentlich die Luftbläschen rausmache. So, lass es kurz mal setzen. Eigentlich schon super Effekt. Könnte man fast schon so lassen. Also für die Leute, wo sowas machen möchten, könnten es auch schon so lassen. Okay, aber ich wäre ja nicht ich. So, nehme jetzt den Cell Creator, der wieder etwas schwer aufgeht bei mir. Tropfe da was in den Becher rein. Denk mal, das müsste reichen, weil wie gesagt, ihr könnt mit so einem Schaschlikspieß, der jetzt auch schon voll Farbe ist, könnt ihr wirklich mehrmals reintupfen, ohne dass ihr nachtunken müsst. Gut, und was ich heute einfach mal ausprobieren möchte, und zwar große Zellen, insofern, dass ich die wirken lasse und vielleicht auch noch mal innen rein noch mal eine Zelle mache. Das möchte ich mal testen. Okay. Setz das jetzt einfach mal hier rein. Lass die wirken. Bin auch mal gespannt, ob es so funktioniert, wie ich will. Oder ob es wieder so einen Vorführeffekt gibt. Also ihr seht hier, könnt ihr mehrmals reintunken. Und aufpassen, dass es nicht spritzt. Also, wenn ihr da ein paar Spritzer drin habt, dann. Kommen da natürlich auch Zellen. So, und jetzt möchte ich mal was testen. Und zwar mache ich hier nochmal einen Punkt rein. Aber da ist natürlich schon viel Weiß. Mal hier auch Linien, da wo so viele.
verstreute Stellen sind. Und jetzt mal hier, ob es da eine Wirkung überhaupt gibt, wenn ich da noch mal was reinmache. Aber sieht nicht so aus. Setze ich die mal ein bisschen enger hier in dieser Linie. Und ihr seht, das arbeitet immer noch nach. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel setzen, weil ihr kennt das ja. Zu viel ist auch nicht immer gut. Das ist mein Talent, was ich habe. Ich mache immer zu viel. Setzen wir hier vielleicht nochmal vereinzelte. Weiße Punkte schon sind. Dann gibt das vielleicht so eine Mondlandschaft. Und das Coole ist einfach, es kommt natürlich richtig gut, wenn das Graphit wieder richtig getrocknet ist. Das heißt, praktisch dunkel wird. Das sind ja wie so Sternchen hier, was wir haben. Setze ich mir jetzt einfach noch ein paar Punkte dazu. Dann machen wir hier auf dieser Linie noch. Nicht zu viel. Und diese Schleife hier, was wir hier haben. Ja, man sieht jetzt hier zum Beispiel, da hat sich die Farbe nicht so gut vermischt, das heißt grau in grau, da kann es natürlich keine schönen Zellen geben, aber ich denke mal, das passt trotzdem. Darum setze ich da, wo ein weißer Punkt ist, noch was rein. Mache hier vielleicht noch vereinzelte. Seht ihr auch, grau in grau. Grau in grau bringt natürlich nichts. Hätte man noch etwas mehr swipen sollen. Aber ich finde, das ist okay. Und das lasse ich jetzt auch so, weil sonst ist wieder zu viel. Und zu viel ist auch nicht so toll. Ja. Da noch einen rein. Hier außen noch einen rein. Das ist jetzt auch so, weil sonst ist wieder zu viel. Und ich finde, so ergibt das Bild eigentlich einen schönen Effekt. Also wie gesagt, allein durch diese Luftblasen hier, was manchmal nicht ganz so toll ist wie hier, zu klein, aber hier hat es sich ziemlich auseinandergezogen. Und dann passt das. Ich schaue jetzt einfach mal die Kanten nochmal, ob die alle zu sind. Ich lasse es jetzt mal einziehen wieder, so für 10, 15 Minuten. Da seht ihr, wie das noch nachher gearbeitet hat. Und dann zeige ich es euch natürlich von nahem. Also, bis gleich.
So, Freunde, war jetzt zwischenzeitlich essen, hat doch ein bisschen länger gedauert, aber gut für euch, weil dann seht ihr mal, wie die wirklich arbeiten, wie groß die geworden sind. Ja. Jetzt könnt ihr mal hier sehen, da ist zu viel, ups, hier zu viel. Da hat sich praktisch der Untergrund wieder aufgetan. Mal gucken, ob wir den zustopfen können. So, ihr seht also hier, je enger ihr die Zellen setzt, dann habt ihr keinen Platz, sich auszuweiten, und dadurch gehen die in die Breite. Wie natürlich andersrum hier, wenn sie Platz haben, werden sie richtig groß. Oder hier zum Beispiel. Hier habe ich nochmal in die Mitte gesetzt welche, wenn man das ein bisschen leer vorkam. Und ihr seht das genauso, dann bleiben die so, weil die natürlich keinen Platz haben, sich groß auszuweiten. Anders natürlich wie hier. Und hier, das seht ihr hier, das war von den Luftblasen eigentlich. Auch cool, und hier natürlich auch, aber das ist natürlich nicht so schön. Wobei das zum Bild passt, finde ich. Okay, hier noch einzelne. Da muss ich auch nochmal nachtupfen, ihr seht hier. Der Cell Creator ist natürlich etwas aggressiver wie das normale Silikon, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ich sage immer, es legt sich dann wieder ja eben ab, wenn es trocknet, und dann fällt es eigentlich nicht mehr so auf. Aber man kann es auch zudecken. Okay, dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine kleine Inspiration wieder zum Holen. Und dann, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Lasst ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr wirklich kein Video verpasst. Und dann war es das wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.